Also ich glaube schon, dass ich meine Raf Simons College Jacke gegen den Gucci-Gürtel von Leon eintauschen würde, oder? Dafür habe ich nämlich jetzt knapp 800 € waren es, glaube ich. Ich glaube 790 € ausgegeben, was natürlich eine enorme Summe. Boah, hoffentlich sehen das meine Eltern Summe nicht. ist. Müssen uns das neueste Video von Maximilian anschauen. Habe ich gehört, dass es da den ein oder anderen Special Guest zu sehen gab, den wir uns an der Stelle ja nicht entgehen lassen dürfen. Okay, doch nicht das letzte Video. Gestern ist noch eins online gekommen, aber vor 3 Tagen unsere letzten und besten Fashion-Einkäufe. Freunde, ich würde sagen, das steppen wir jetzt einmal an der Stelle rein, oder? Mal schauen, wer da so mit von der Partie ist und wer da so die beste Ausbeute aus 2020 gemacht hat. Schauen wir mal direkt rein. Und selbstverständlich findet das Ganze unter der Beobachtung der Fashion-Polizei statt. Wir schauen da mal wieder mit der Lupe hin. Ja? Let's go. Ja, liebe Leute, wie man am Umfeld und an der Audioqualität schon erkennen kann, bin ich nicht zu Hause. Ich begrüße dich da live aus einem anderen Bundesland von der Rolf-Benz-Couch. Der Flex ist auf jeden Fall real. Zu einem weiteren Video. Da ich für Freitag noch ein Format brauchte und mir spontan überlegt habe, wie nice wäre es mal wieder ein Format von jemand anderem zu klauen. Maximilian, so ein Asozialer. Seht ihr heute die Limited Pickups? Warte mal, was für Pickups? Seht ihr heute die Limited Pickups? Limited Pickups? Ich hätte es eigentlich so verstanden, dass es die Top 3 Pickups aus 2020 sind. Diverse Leute, die ich heraus. Aber vielleicht sind das die Limited Pickups. Was ich gesucht habe, ihr habt es im Titel schon gelesen, wir haben William Start, wir haben Patrick Spector am Start und noch einen Special Guest, also seid auf alle Fälle gespannt. Da ihr vermutlich mein Video schon gesehen habt mit dem letzten Shopping Stream, werde ich mich in diesem Video kurz halten und die anderen zu Wort kommen lassen. Ich mache das ganz schnell und straight. Schaut auf Instagram vorbei, da seht ihr nämlich die Sachen dann nochmal in Action. Zum einen habe ich mir vor kurzem diesen Mason Margiela Hoodie geholt, der ist wirklich sehr, sehr nice, was die Qualität betrifft. Diese Stoffart hatte ich so. Ja, ich glaube, die Pickups haben wir uns ja schon angeschaut. So, noch nie zu Hause, also da bin ich wirklich überrascht von der Qualität selbst. Also, ich glaube, jeder hat mitbekommen, nach dieser Aufzählung von Maximilian, dass ich auch mit von der Partie bin. Ich hatte euch ja gesagt, wir meinten das auch wirklich absolut ernst. Ich glaube, manche dachten immer noch, das wäre so Joke-Basis. Maximilian und ich können uns jetzt gut leiden, konnten uns immer schon gut leiden, aber hatten einfach nur vielleicht die ein oder andere Meinungsverschiedenheit. Aber ich persönlich hab jetzt in meiner Szene meine Top 3 Einkäufe aus 2020 gezeigt. Ich hoffe, ich bin da nicht am Thema vorbeigeschleddert, weil ihr wisst, ganz schnell hat man da auf einmal diese Deutschklausur-Vibes, wo es dann heißt, ja, mangelhaft. Und du denkst dir so, hey Bro, ich habe doch Herbst einen Aufsatz geschrieben und fragst nochmal nach beim Lehrer so, hey Bro, warum eine 5? Das Shit ist lit. Und er sagt so, ja, Bro. Ich weiß, war jetzt nicht von schlechten Eltern, was du da hingezaubert hast, aber du hast halt die Frage nicht beantwortet. Du hast über Gott und die Welt geschrieben, aber nicht das, was ich gefragt habe. Und dann denke ich mir so, ey Bro, mach doch mal aus der 5 wenigstens eine 4 Minus. Gönn doch mal. Die Qualität stimmt auf alle Fälle, fühlt sich gut an. Ich weiß nicht, ob ich mir den nicht noch eine Nummer kleiner hole, weil wenn ich den jetzt hier mal anziehe, sieht man doch, dass der sehr, sehr groß geraten ist. Also wenn ich den jetzt hier mal drüber ziehe, ja, schon relativ weit, aber so im Video schaut es eigentlich ganz nice aus. Ich habe noch einen zweiten Hoodie geholt, wie gesagt, ich halte mich sehr, sehr kurz. Einen von Chrome Hearts. Hier muss ich sagen, zur Qualität, ich war überrascht, dass die, ich habe wirklich sehr vieles erwartet, vor allem was schlechte Qualität betrifft, aber ich bin einigermaßen zufrieden. Also ich finde die Quali auf keinen Fall schlecht, das muss ich schon sagen. Es gibt natürlich auch Pullover, die das 10-fache weniger kosten, wo die Qualität ja um einiges mehr vorhanden ist. aber der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Auch der Fit ist sehr, sehr gut. Von Chrome Hearts in Blau gehalten. Blau auch ein Farbton, den ich sehr, sehr feier, war ja nicht umsonst auch der Colorway des Jahres 2020. Für den Mason Margiela Hoodie habe ich bezahlt 500, 450 Euro so um den Dreh. Schon teuer, ne? Und für den Chrome Hearts Hoodie tatsächlich knapp 1000 Euro. Bro, Taui? Das ist schon geisteskrank teuer. Wir haben uns das schon mal angeschaut, deswegen bin ich jetzt nicht allzu verwundert, aber es schmerzt dennoch, hier einmal den Preis nochmal zu hören. Ne? Taui ist schon wirklich. Passend zu dem Hoodie, wie ich finde, ist auch mein neuestes Sneaker Grail, den ich mir erfüllt habe, wenn ich das Wort rausbringe. Und zwar sind das die neuesten Sakai. Ja, in schwarz gehalten, kann ich mal gucken. Also das sind wirklich nicht der Schuh des Jahres, aber wirklich top. Top 3. Ich weiß gar nicht, wo ich ihn letztendlich gerankt habe auf dem Hauptkanal im Gespräch mit Kelly Kayo Ketchup Mai. Ich weiß nicht, ob Platz 2 oder Platz 3, eins von den beiden, aber das ist wirklich ein sehr, sehr wilder Schuh. Und da bereue ich auch tatsächlich ein bisschen, den No-Buy December durchgezogen zu haben, weil die sind ja diesen Monat auch in 2 weiteren Colorways rausgekommen.
gerade der Weinrote, den hätte ich ganz gerne noch gehabt. Die habt ihr schon gesehen, viele Pickups habt ihr schon gesehen, deswegen werde ich nicht lang schwafeln und direkt zu meinem nächsten Gast übergehen, zu Willi. Der hat nämlich ganz wilde Pickups am Start. Here we go. So Freunde, der liebe Max hat mich eingeladen, meine Top 3 der besten Pickups der letzten Wochen zu zeigen und ich fange jetzt einfach mal an. Geht ganz easy. Nummer 1 habe ich erst kürzlich geschossen, das ist auch das neueste Piece. Eine Prada. Okay, Willi mit einer Prada Umhängetasche, beziehungsweise halt so ein so auf Handy-Tasche angelehnt mäßig. Prada, ja, Umhängetasche, ganz easy, locker, habe ich im Sale geschossen bei 4 Amsterdam, kann ich euch sehr empfehlen. Passt alles rein, Portemonnaie, Handy und so weiter und so fort. LPU Nummer 1. Feier ich aber, Tasche ist lit. LPU Nummer 2, großer Fan der Marke geworden durch Sichtung bei anderen Freunden. Ruben Cunet, diesen Strick-Cardigan im Paisley-Muster. Auch nice, die gibt es auch in verschiedenen Colorways. Ist ja gerade angesagt, deswegen meine LPU Nummer 2. Finde ich cool, der Cardigan. Freunde, ihr wisst, ich habe auch vergangenen Winter schon gesagt, dass Cardigans, kauft euch Cardigans. So, das ist meine Message. Underrated. Ich glaube, sie sind immer mehr generell Strickware, immer mehr im Kommen, aber immer noch so ein bisschen underrated. Ja, wird immer präsenter, aber ich glaube, läuft nicht jeder Hans Fuß damit rum. Und last but not least, LV Trainer. Ihr wisst, ihr seht es schon im Hintergrund hier. Ich habe mittlerweile einige Farben. Das ist die neueste Farbe, die bei mir drin ist. Finde ich sehr nice, mhm. Diesen grau-braunen Ton. Ich weiß gar nicht, wie man die Farbe genau nennt. Doch, der Grau ist auch nice. Kommt sehr, sehr gut am Fuß. Kann man fast überall zu allem anziehen. Deswegen meine 3 LPUs. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bro, der Boy hat das einfach low-key in einer Minute durchgezogen. Ich habe so viel gelabert. Boah, ich glaube, ich habe wirklich mein Ding geht 4 Minuten oder 5 Minuten ging das. Oh, hoffentlich hat Maximilian das ein bisschen runtergecuttet. Aber so kennt ihr mich ja auch, Freunde. Ihr wisst doch, dass ich immer ganz gerne um den heißen Brei rumrede. Das seid ihr doch gewohnt. Was geht, Patrick Spector hier? Ah, sympathischer junger Mann jetzt hier im Bild. Für den einen oder anderen vielleicht, ja, ungewohnt oder gar überraschend mich hier auf diesem Kanal, Maximilian. Boah, so komisch, auf sich selber zu reagieren. Das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht gerne auf meine eigenen Videos, geschweige denn auf alte Videos von mir reagiere, ja? Weil es immer so ein bisschen ein Hauch von, ich will nicht sagen cringe, aber es ist so ein bisschen corny, wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich hier einmal an der Stelle sage, dass es doch so viel besser ist, als sich gegenseitig zu bekriegen oder sich irgendwie so ein bisschen, ja, ans Bein zu pissen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und es freut mich natürlich sehr, dass Maximilian und ich endlich mal, ja, einen Punkt gefunden haben, dass wir Erwachsene geklärt haben. Reifer Mann mit seinen 51 Jahren. Und dass ich jetzt hier mit von der Partie sein darf. Grüße gehen natürlich auch raus und ein dickes Danke an Max höchstpersönlich. Ich muss ehrlich sagen, dass es mir... Habt ihr euch das schon gegeben? Oder ist das jetzt für euch gerade auch neu? Eins in den Chat, wenn ihr euch das noch nicht gegeben habt, wenn das jetzt low-key neu für euch ist. Doch, einige dabei, die das noch nicht gesehen haben. Okay. Leute, vor dem Hintergrund, dass die Fragestellung Top 3 Einkäufe aus 2020 war, welche 3 Pickups würdet ihr von meinen wählen, die ihr zu den Top 3 zählen würdet? Also vielleicht habt ihr eine grobe Übersicht von den Sachen, die ich mir vergangenes oder dieses Jahr gekauft habe. Was sind eure 3 Favoriten? Und da bin ich mir fast sicher, ja, dass viele von euch dieses Piece vielleicht nicht feiern werden. Das ist ein Kurzarmhemd, wie man unschwer erkennt. Vielleicht ein, zwei Worte dazu, meine Freunde. Und zwar, wenn man sich darüber Gedanken macht, was die besten Einkäufe des vergangenen Jahres war, dann hat man meistens so die Tendenz dazu, Pickups zu nehmen, die jetzt, also vor kurzem getätigt wurden, ja? Man weiß vielleicht gar nicht mehr oder hat gar keine wirkliche Übersicht mehr, was man sich Anfang des Jahres gekauft hat oder ein paar Sachen sind in Vergessung geraten oder man appreciated sie vielleicht nicht mehr so wie am Anfang, wisst ihr, wie ich meine? Aber mir war auch wichtig, Sachen mit reinzunehmen, die halt so ein bisschen auch in der Vergangenheit geholt wurden sind. Und ich glaube, das Prada-Hemd, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Da hatte ich auch eine Menge Spaß im Sommer mit. Prada, was ich mir diesen Sommer mal gekauft habe und auch ja, also vergangenen Sommer und dort auch wirklich sehr, sehr häufig getragen habe. 1 bis 10 zum Hemd. Mit dieser Split-Optik. Hier links einmal mehr so gediegener bzw. schlichter mit einmal diesem Blau- und Beige-Ton, wie ich finde, was sehr schön scheint doch relativ gut anzukommen. 9, 9, 8, 9,5, 7, 8, 8, 8, 8. 3 ist mit dabei. Joker ist einmal wegbannen. Ein Piece, was mir sehr gut gefällt, ziemlich cropped. Das will ich mir, by the way, auch immer noch kaufen. Will ich mir, by the way, auch immer noch kaufen, das Moped. Und dieses Piece will ich mir tatsächlich so immer noch kaufen. Problem dabei ist, dass das preislich ja schon im höheren Segment ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Dafür habe ich nämlich jetzt knapp 800 Euro waren es, glaube ich,
ich glaube, 790 Euro ausgegeben, was natürlich eine enorme Summe. Boah, hoffentlich sehen das meine Eltern. Summe ist für ein Hemd. Ich kann euch aber eins sagen, ja, dass die Qualität gar nicht mal so schlecht ist, was man natürlich auch. Dicker Stoff, ganz dicker Stoff. Diesen Preis auf jeden Fall verlangen darf. Dann machen wir weiter und da hatte ich eigentlich gehofft, dass ich euch eine andere Jacke präsentieren kann. Welche andere Jacke hatte ich da wohl im Sinn? Hier, das gute Moped. Aber an dem Tag war leider Lost Pad am Start und ich habe die Jacke hier bei mir zu Hause gelassen und das ist halt vom Office. Ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass Chat, ich mir hier die, schaut euch mal dieses Prachtexemplar an. Die College-Jacke von Raf Simons in diesem lila Ton mit den ja orangenen bzw. braunen Ärmeln. Einmal hier sogar Umfrage. Was ist ein nicerer Kopf? Rick Moncler oder man sieht sie hier, da ist das Moped. Oder die Rev, die wir jetzt hier sehen. Was ist das wildere Pickup? Circa 66% für die Raf Simons Jacke. Boah, ich bin ehrlich zu euch. Die Rick finde ich schon mal nochmal so eine Schippe krasser. Hate me. Die ist nice, aber die Rick ist nice. Habe. Ich glaube, das ist ein Kleidungsstück, was den derzeitigen Zeitgeist sehr, sehr gut wiedergibt. College-Jacken hat, glaube ich, jeder von euch schon gehört, sind absolut im Trend. Hier haben wir jetzt die Variante eben von Raf Simons, wo vorne links einmal dieser doppelte Patch drauf ist und hinten am Rücken auch nochmal so dieser kleine Low-Key-Flex, wenn ihr versteht, was ich meine. Auch hier, meine Freunde, ein sehr, sehr teures Produkt. Ich möchte einmal wirklich erwähnen, dass es nicht darauf ankommt, viel Geld für Klamotten. Freunde, weiser Mann, ich sag's doch. Auszugeben, auch wenn das jetzt hier ein anderer. Hier nochmal die Pluspunkte, die Sympathiepunkte ergaunen. Anschein macht, denn diese Jacke lag preislich bei 2000 Euro. Machen wir dann weiter mit dem letzten Produkt und da habe ich mich für einen Sneaker entschieden, der meiner Meinung nach der krasseste bzw. der niceste Sneaker-Release aus 2020 ist. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch mit mir d'accord sind, bei den anderen weiß ich es nicht, aber hier vielleicht schon eher, nämlich der Nike Jordan 4er in der Zusammenarbeit mit Off-White. Für mich ein wildes Schuh, den ich unbedingt dieses Jahr haben musste. Ich habe leider Also für mich vielleicht auch der krasseste Kopf. Das ist für mich, wenn ich mir nur ein Pickup aussuchen dürfte, was ich nehme, dann wäre es wahrscheinlich der. Viele von euch ein L kassiert auf der Sneakers-App und bei sonstigen Raffles. Deswegen musste ich mir ihn im Resale kaufen. Ich habe ihn jetzt für, ich glaube, 800 Euro ergaunern können. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass gerade der Jordan 4er zusammen vielleicht mit dem Nike Dunk so die Sneaker-Silhouette war, die 2020 komplett durch die Decke gegangen ist. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zu meinen Top 3 Pickups aus 2020 unten in die Kommentare. Also meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr gute Pickups. Ich bin ja jetzt fertig mit meinem Part. Bin jetzt gespannt, wer noch dabei ist. Ja, gewohnterweise feiere ich nichts davon, wie immer. Nein, Spaß, sind natürlich auch nice Pickups dabei. Vor allem die Schuhe finde ich sehr, sehr nice. Waren da Schuhe dabei? Ja. Ich nehme das auch, nachdem ich die Videos gesehen habe. Deswegen überlege ich gerade. Ah, safe. Ja, die College-Jacke ist wild. Habe ich aber vor kurzem gesehen, die geht es um die Hälfte günstiger. Also sieht man da die Oma im Hintergrund beim Kochen, gell? Nice. Okay, Freunde, auf jeden Fall ein nices Video von Patrick, coole Pickups dabei. Jacke auf jeden Fall auch mein Fall, vielleicht in einem schlichteren Colorway, aber ihr kennt mich, mit Schwarz-Weiß bin ich noch mal schlichter unterwegs. Jetzt, Freunde, ein absoluter Special Guest, der bekannt dafür ist, immer die wildesten Pickups zu haben und in der Vielfalt. Wer ist der Letzte? Der Klamotten, die er sich immer wiederholt, wirklich jeden anderen aus. Alex Costa? Und jetzt viel Spaß mit unserem Special Guest heute. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Leon. Auf dem Wunsch von Max zeige ich euch heute mal. Okay. Meine latest Pickups und ja, wir fangen direkt bei den Schuhen an. Ich krieg hier gerade die Nachricht, dass das Wettbüro wieder geöffnet ist. Also ich bin mir fast absolut sicher, dass wir hier einen Gucci-Gürtel sehen werden, oder Chat? Was haben wir hier für Schuhe? Wir haben hier Yeezy Triple White. Ich habe die schon, ich habe mir die jetzt nochmal neu gekauft, weil die anderen schon so ein bisschen zu used aussehen und nicht mehr richtig sauber gehen. Deswegen habe ich mir die nochmal neu geholt, bevor es die gar nicht mehr gibt. Ah ja, also es ist kein Schuh, den ich mir jetzt 2020 gekauft hätte, aber man muss vielleicht fairerweise sagen, dass er den anscheinend schon hatte und so krass gefühlt hat, dass er sich den nochmal gekauft hat.
Also da muss man schon committed sein, einen Schuh sich zweimal zu holen. Also ich glaube, ich habe mir einen Schuh noch nie zweimal geholt. Außer, doch, ey, vor kurzem, okay, das war aber ein bisschen andere Colorway, habe ich mir nochmal einen Reebok Club C gekauft. Ah, Chat meint gerade, der nimmt uns damit hops. Nein, safe nein. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist Real Talk, ein Pickup von ihm. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich sagen muss, brutale Hosen. Und zwar haben wir hier, habe ich mir vor einer Woche gekauft, eine Zara-Hose. In Grau, so ein bisschen im Used-Look, enger geschnitten, also eine Skinny-Hose. Hier oben aber ein bisschen weiter, dass man noch genug Platz hat, ne? Und es muss ich... Ist das die Baggy-Pants von Represent? Sagen, eine brutale Hose, sitzt perfekt, halten auch eigentlich super. Ich habe bis jetzt noch nie eine Zara-Hose gehabt, die mir kaputt gegangen ist. Lüge! Lüge! Lüge, Lüge, Lüge! Zara-Hosen gehen immer kaputt. Im Schritt immer. Also jetzt ohne Witz, ich habe bestimmt 10 Hosen, ich will nicht übertreiben, 10 ist gelogen, aber bestimmt 5, 6 Hosen damit in den Müll geschmissen, weil die immer im Schritt aufgehen. Kann natürlich auch sein, dass ich einfach zu große Oberschenkel habe. 50 Euro kann man das auf jeden Fall machen. Und damit die Hose natürlich auch gut sitzt, haben wir hier auch nochmal einen Gürtel. Okay, jetzt könnte es halt wirklich Joke sein. Von Gucci, muss ich sagen, passt auch super. Nein, das ist, glaube ich, kein Joke, oder? Von der Farbe zusammen kann man super zusammentragen. Gucci-Gürtel, was habe ich bezahlt für den? 290 Euro. Ist auch mein Favorite-Gürtel. Qualität passt optisch. Ich will einmal hier ganz klar festhalten. Wir hatten mit unserer Wette, dass ein Gucci-Gürtel dabei ist, auf jeden Fall schon mal recht. Frage ist natürlich, Chad ist der Ansicht, dass das auf Joke angelehnt ist, die Pickups. So, jetzt kommen wir nochmal zu einer Sache, wo mich immer viele Leute fragen, ey Leon, woher hast du das her? Kannst du mir einen Link schicken, welche Marke ist das? Und zwar, pass auf, und zwar diese Jacke hier, eine Moose Knuckles Winterjacke. Chat, ich frage euch jetzt ganz offiziell mit Abstimmung. Sind die Pickups von Leon auf Joke angelehnt oder sind die halt ernst gemeint, wie die vorherigen halt ernst gemeint waren? Ich für mein Empfinden ist schon ernst. Also ich, guck mal, man darf halt auch nicht vergessen, ich glaube, Leon, das war ich jetzt auch gar nicht böse, ist jetzt, glaube ich, nicht die Person, die sich 24-7 mit Mode auseinandersetzt. Also der ist in einer ganz anderen Bubble unterwegs. Und ich glaube, von diesem Aspekt her, das schon ernst gemeinte Pickups. Okay, 60% sagt Joke, 40% ernst. Ich weiß es nicht. Eins kann ich sagen, egal wie es gemeint ist, amüsierend ist es. Kostet 1000 Euro, ist aber wirklich eine Jacke, die hält einen gut warm, ist auch stylisch. Und ich kann die eigentlich gar nicht mehr sehen, weil fast jeder Zweite die mittlerweile anhat. Aber die Jacke ist so beliebt und so schön für viele Leute, dass mich immer wieder Leute fragen, ey Leon, wo hast du die Jacke her? Oder in den Kommentaren lese ich das auch mal, ey, wisst ihr, von welcher Marke die Jacke von Leon ist und so weiter, ne? Auf jeden Fall ist auch eine sehr... Ich glaube, ich rieche da jetzt den Braten. Geile Jacke, kann ich auch jedem empfehlen, ne? Ne, kann ich nicht jedem empfehlen, sonst kann ich damit nicht mehr rumlaufen. Na, auf jeden Fall, das sind meine latest Pickups. Und ja, dann vielen Dank auf jeden Fall nochmal an Max für die Einladung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Peace. Absolut nice. Ganz viele Pickups habe ich so noch nicht gesehen. Vielen lieben Dank, der Leon. Freunde, das war's von diesem Video. Okay, ja, ich glaube, würde ich ein Pickup von meinen Pickups austauschen gegen ein anderes Pickup, was wir hier in diesem Video gesehen haben. Also ich glaube schon, dass ich meine Raf Simons College Jacke gegen den Gucci-Gürtel von Leon eintauschen würde, oder? Ich glaube, der größte Lappen, wer das nicht machen würde. Nee, tatsächlich, ich bin echt wirklich, muss ich wirklich an der Stelle einmal sagen, sehr, sehr zufrieden mit meinem Pickup. Nicht nur die ich jetzt in diesem Video gezeigt habe, sondern auch generell so. Wenn ich mir mal das Jahr 2020 anschaue, da war da jetzt nicht so, ja, der heftige Fehlkauf mit dabei. Aber eins kann ich schon mal sagen, wie immer, meine Freunde, kommt Anfang 2021 ein Video auf dem Vlogging-Kanal online, wo ich meine krassesten und schlechtesten Pickups des vergangenen Jahres euch zeige. Deswegen braucht ihr gar nicht diesen einen Schuh in die Kommentare zu posten, der uns jetzt alles spontan einfällt, was man, ja nicht jeder von euch, aber der ein oder andere von euch schon als Fehlkauf interpretieren würde. Ich für meinen Teil muss sagen, gerne kaufe ich mir weitere Air Force One, die mit irgendwelchen Sternen bestückt sind.